Wer kann schon sagen, was mir uns geschieht? Vielleicht stimmt es ja doch, dass das Leben eine Prüfung ist, in der wir uns bewähren sollen. Nur wer sie mir eins besteht, darf in den Himmel kommen. Für den ganzen dreckigen Rest bleibt die Hölle der Wiedergeburt. Als Tourist auf Ibiza, als Verkehrspolizist, als ein Clown in einer Zirkusshow, den keiner sehen will. Um diesem Schicksal zu entgehen, sollen wir uns redlich bemühen, jeden Tag mit nem Gebet beginnen, anstelle von Aspirin. Nur wer immer gleich zum Beichtstuhl rennt, als wär es ein Wettlauf, und dort alle seine Sünden nennt, der handelt ein Freispruch aus. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Stelle keinen Antrag auf Asyl, meinetwegen bleib ich hier. Wer Messer und Gabel richtig halten kann und beim Essen gerade sitzt, wer immer Ja und Danke sagt, dessen Chancen stehen nicht schlecht. Wer sich brav in jede Reihe stellt, mit geputztem Schuh, wer sein Schicksal mit Demut trägt, dem winkt die Erlösung zu. Wir sollen zuhören und aufpassen, tun, was man uns sagt, uns erordnen und nachmachen, vom ersten bis zum letzten Tag. Immer schön nach den Regeln spielen, wie sie befohlen sind, wie sie im Buch des Lebens stehen, in Ewigkeit, Amen. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Wer weiß, ob es sonst dort besser geht, hinter dieser Tür. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Und bevor ich auf den Knien fleh, bleib ich meinetwegen hier. Ich will nicht ins Paradies.